Was geht, Chicha Sucht dies und willkommen zu einem neuen Video von mir, Aiko Tucker, ihr wisst Bescheid. Heute zeige ich euch, wie ihr mit unterschiedlichen Techniken perfekte Ringe machen könnt. Let's go! Ich werde euch gleich drei meiner Techniken zeigen. Aber zuerst erkläre ich euch, welche zwei Schritte ihr erfüllen müsst, damit die drei Techniken überhaupt funktionieren können. Einige meinen, man sollte wie ein Fisch seine Lippen nach vorne drücken. Man kann so die Ringe machen, aber meiner Meinung nach werden die Ringe dann nicht so perfekt. Also drückt eure Lippen gegen die Zähne, denn so funktioniert es besser. Ihr müsst euren Mund zu einem O formen, damit Ringe rauskommen. Was ihr auch wissen solltet, je größer ihr euren Mund macht, desto größer sind die Ringe und umgekehrt. Diese zwei Schritte müsst ihr einhalten, um die folgenden Techniken meistern zu können. Mit dem Kiefer habe ich damals angefangen, obwohl diese Technik schwieriger ist als die anderen. Du formst die Ringe lediglich durch die Bewegung deines Unterkiefers. Hierbei öffnest du deinen Mund so weit es geht und schließt ihn leicht ruckartig, sodass er sich nach hinten bewegt. Also nimm einen ordentlichen Zug von deiner Shisha oder Whey. Den Rauch, den du in deinem Mund gesammelt hast, musst du dann mit einer Bewegung deines Unterkiefers formen. Mit der Kiefertechnik sind eure Ringe schneller, fliegen dafür weiter, aber gehen auch schneller kaputt. Ihr müsst diese Technik mindestens 2 bis 4 Tage üben, um sie zu beherrschen. Achtung, ihr könntet leichte Krämpfe oder Versteifungen im Kieferbereich bekommen. Bei dieser Technik musst du den Rauch stoßweise aus dem Kehlkopf drücken. Ungefähr so, wie wenn du ein K oder ein O sprechen möchtest. Wenn ihr die Technik später besser beherrscht, dann könnt ihr das auch ohne ein Geräusch von euch zu geben. Mit der Kehlkopftechnik kannst du mehrere Ringe hintereinander machen. Ich finde, die Ringe sehen damit auch viel besser aus. Bei dieser Technik musst du beachten, die Ringe nicht auszupusten, sondern wirklich nur mit der Zungenspitze den Rauch hinaus befördern. Wenn ihr die Kehlkopftechnik beherrscht, bekommt ihr diese Technik umso einfacher hin. Die Zungentechnik benutze ich eher selten, da die Ringe langsam rauskommen. Aber dafür sind die ordentlich dick. Leute, ihr dürft nicht vergessen, Übung macht den Meister, also übt fleißig. Welchen Trick soll ich euch als nächstes beibringen? Schreibt es in die Kommentare. Vergiss nicht, ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr keine weiteren Smoke-Tricks-Tutorials verpassen wollt. Und kommen wir jetzt zum Outro, Leute. Tschüss!